Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Minecart schneller machen könnt, als es eigentlich fahren sollte. Es ist zwar jetzt nicht so extrem viel schneller, zumindest habe ich es nur auf einer kurzen Strecke getestet. Ihr könnt es mal auf einer kurzen Strecke mal ausprobieren, aber auf jeden Fall, dieser kleine Strecke ist auf jeden Fall auch ein klein bisschen schneller als ein normales Minecart, was auf Power Rails fährt, ne? Wie man das Ganze so lang bauen kann, da könnt ihr auch mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Einfach mal auf meinem Kanal suchen, ne? Unendliche Minecraft, Powerte Minecraft-Strecke oder so heißt das. Auf jeden Fall, ja. Diese Minecarts sind auf jeden Fall, also diese Minecraft, was hier fährt, ist definitiv schneller als das da. So, wie zeige ich das am besten? So, folgendermaßen. Minecraft da rein und die werden tatsächlich verpowert, einmal so. Und hier sieht man noch nicht so viel, so langsam geworden. Allerdings folgendes: Wenn man da Spielerin drin sitzt, dann ist das dieses Minecraft hier schneller. Zeige uns kurz mal eben. Dann zeige ich natürlich auch, wie man das baut. Bisschen kompliziert, aber zu schaffen. So rein, setzen uns rein oder nee, bauen wir das. Es ist schneller, das ist definitiv schneller. Vielleicht nochmal, ach, ich mal ein bisschen hier, soll ich mal das befüllen hier so. So. So, und dann machen wir es auch in 5 oder so, machen wir gleich. So, wie wir sehen. Wir sind klar schneller. Und selbst darüber holen wir das. Ihr seht, es ist viel, viel schneller, wenn man so fährt. Und ja, wie man das jetzt baut, das zeige ich euch jetzt. Sagen wir, bauen mal die Strecke nochmal ab hier. So. Bisschen tricky, aber zu schaffen. Das erstmal, wollen wir mal eine Microstrecke so halt, ne? Dann müssen wir da unten auch noch mal eine bauen. So. Sehr gut. Oder am besten machen wir das anders. Geht das? Natürlich nicht. Ich mache das ein bisschen von der anderen Seite. Ein bisschen. Besten wir, dass wir das hier beginnen lassen. Hier oder? Geht ja gar nicht, ne? Moment, am besten mach ich das mal weg, so. Mach das jetzt so. Dass das dann so aussieht. Okay. Also so. Das kann wieder dann hin. Und ja, so aus. Jetzt müssen wir mal Folgendes machen. Jetzt werden wir das hier zerstören. Und der hier, der schräg da oben ist. So. Dann platzieren wir das nochmal hin. Dann wieder so. Und jetzt immer so weiter. Einmal die beiden hier. Ja. So. Und so. Also der weg. Ja, also die Kurve. Der kommt weg. Und der schräge halt, der hier oben ist. Also der hier. Kommt weg. Dann wieder neu hier platzieren. Und dann immer so weiter. Ja. Relativ easy eigentlich auch. Und so bekommen wir dann ein schön schnelleres Minecart hin. Wir entfernen, wenn wir ein bisschen noch Platz haben, also dass es das gerade noch ist, ne? Aber ja, so haben wir das hingebaut und jetzt können wir das Minecart hier hin platzieren und okay, gut. Ziemlich easy eigentlich zu bauen. Hier geht es natürlich nicht, weil die Kurve ist, ne? Also auf dieser Seite hier funktioniert das auf jeden Fall. Und ihr könnt das vielleicht natürlich ein bisschen verlängern, eventuell. Wie es dann so ist, wenn man verlängert hat. Ob dieses Minecart dann viel, viel schneller ist als das andere. Wie ihr seht. Nochmal gegenüberstellen, eventuell nochmal so. Jo, wir überholen das ohne Probleme. Ne? Vielleicht können wir mal ein bisschen gucken, vielleicht mal, ob das jetzt erstmal mal später startet. Also meinetwegen so, ein bisschen anders und dann. Ja. Bisschen verkackt jetzt gerade, ne? Wir müssen natürlich noch sprinten dabei, also Y drücken eventuell, glaube ich. Aber so, ich glaube, mit Y geht das auf jeden Fall, glaube ich, schneller. Also auch der Sprint-Taste dann drücken. Ich glaube, das auch geht. Also geht's auch, also ihr müsst immer sprinten. Und ja, so läuft das auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen und tschüss.